So, das Labyrinth war da hinten. Zeigt es mir eh schon an. Sehr schön. Ja, das wird geschmeidig jetzt. Kompass haben wir auch schon. Dann gucken wir mal. Also, ab ins Labyrinth. De Cavera. Na? Ah, da geht's rein. Die linke Tür. Vielleicht ist dann der. Ja. Ah, okay, warte. Da kann ich doch jetzt den Kompass nehmen, oder? Tipp. Was? Nochmal. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann nochmal. Er schlägt immer gleich aus. Das kann natürlich. Ach ja, guck mal. Am Boden sind diese Kompassrosenzeiger auch abgebildet. Und das müsste ja dann Nordwest sein, also die Tür. Okay. Jetzt sind es nur noch drei Türen. Jetzt brauche ich wahrscheinlich wieder den Kompass. Okay, der schlägt jetzt relativ. Danach, was gehst du da jetzt? Also ich würde sagen die linke, oder? Probieren wir's. Ich muss einen Weg finden, mich in diesem Labyrinth zurechtzufinden. Okay. Kriegen wir hin. Also, da war es die zweite. Wenn das also jetzt aber. Dann muss es ja quasi die rechtsäußere sein. Oder? Okay, ein anderer Raum. Jetzt. Zwischen 2 und 7. Pass auf. Zwischen 2 und 7. Wir hatten ja vorher. Naja, aber dann. Dann muss es jetzt die mittlere sein. Okay, nochmal drei Türen. Warte mal. 12 und 6. Ich tippe wieder auf die mittlere. Wahrscheinlich falsch, oder? Mist! Ich muss ein. Okay, nee, dann. Dann glaube ich. Weiß ich es jetzt. Also, das war die hier. Was war's da? Die rechte. Hilf mir mal. Ja, okay. Dann, dann war's die mittlere, oder? Bin ich jetzt richtig? Okay. Und jetzt muss es die linke sein. Stimmt? Recht. Okay. Ist das der erste Raum wieder? Nee. Aber was zeigt der Kompass an? Mal gucken. Ich glaube, da ein Grieß. Zwischen 5 und 11. Dann war es wieder die zweite von links, wie beim ersten Mal.
Ihr seht mich nicht, aber ich reiße die Arme nach oben. Haben Sie sich vielleicht in dem Labyrinth verirrt und leben jetzt hier? Schön wär's. Wenn's nach mir ginge, würde ich Kavera nie mehr von der Seite weichen. Ich würde ihr Tag und Nacht ein Lager aufschlagen. Und was machen Sie dann hier? Das ist das Kronjuwel meiner Pilgerreise. Ich habe Meere und Wüsten durchstreift, immer auf der Suche nach Erleuchtung, und kam sie zu mir, in Gestalt eines gewissen Tomás Kavera. Moment mal, wer sind Sie gleich nochmal? Was ist an dem so besonders? Ich dachte, Kavera wäre nur ein Regisseur von B-Movies gewesen. Du darfst diesen Mann nicht an seinen Werken messen. Du musst seinen Geist in dich aufnehmen. Du musst vor seinen Zielen auf die Knie sinken. Mein Name ist Cody Cameron. Ich habe bei Filmen Regie geführt, aber er hat in den tiefen Zukunftsbrunnen dieser Kunstform geschaut. Erlebnisfahrgeschäfte. Erlebnisfahrgeschäfte? Ja, Mann. Film ist nur die Einstiegsdroge für das völlig reale Erleben. Die Realität verwandelt sich selbst. Sie wird zum Erlebnisfahrgeschäft. Erlebnisfahrgeschäfte. Okay, lassen Sie mich jetzt bitte zu Kavera? Man kann diesen Mann nicht einfach treffen, Mann. Körper und Seele müssen dafür bereit sein. Sie müssen seiner Anwesenheit würdig sein. Ich fühle mich heute ziemlich würdig. Und? Hast du ein Ticket? Ein vollständiges Ticket. Ich bin ja so neidisch. Du wirst den Mann zum ersten Mal sehen und völlig verändert zurückkommen. Von mir aus. Kann ich jetzt zu ihm? Ja, worauf wartest du noch? Danke. Und jetzt wird sich dein Leben für immer verändern. In Ordnung. Ich hole nur schnell meine Tochter. Ich glaube nicht, dass Verstand und Geist eines jungen Mädchens eine solche Erfahrung ertragen würde. Es geht da drin nicht gerade jugendfrei zu, verstehst du, Mann? Aber sie hat eine schreckliche, tödliche Krankheit namens Hospes Diabolica. Und das ist ihr einziger Wunsch vor ihrem Tod. Das ist traurig, Mann. Ich spüre ihren Schmerz. Sterben, ohne ihn zu treffen. Ich lasse es diesmal durchgehen. Okay. Jetzt hole ich erstmal Pazul und dann endlich einige Informationen von diesem Kavera. Ich wollte gerade sagen, es kann ja nur Pazul sein. Das ist eine... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, da oben. Ah, der S-Clown, das Ding aus dem Sumpf. Irgendein rotäugiger Frankensteins Monster, die Mumie, Dracula, der Yeti oder sowas. Und dann so ein gefatterter Tod. So, wo können wir hingehen? Na cool, Versuchung der Gargoyle. Hier drüben. Na gut, viel Spaß beim Film gucken. Ich geh mal hier weiter. Sehr geil. Was zum... Okay, er ist tot. Kavera ist tot. Ja, super. Ich glaube, es wäre zu gefährlich für dich, in die Geisterwelt zurückzukehren. Auf der Leiche liegt ein Zettel. Was zur Hölle geht eigentlich vor? Ist das der Zigeunerfluch? Du bist der Und Nächste. Was hat das alles mit Doc zu tun? Und auf dem Zettel steht, du bist der Nächste. Wer ist damit wohl gemeint? Denk nach, Yuriko. Denk nach. Roger hat mir erzählt, dass sie bei den Dreharbeiten zu einem ihrer Filme eine Frau getötet haben. Und dass sie ihn verflucht hat. Sie waren zu dritt. Romero, der Schauspieler, und Kavera, der Regisseur, sind tot. Roger hat außerdem ein Monster erwähnt. Das ist das nächste, klar. Aber welches? Ohne neue Entwicklung ist das hier eine Sackgasse. Verdammt. Willst du mich jetzt küssen? Pazul oder Gargoyle etwas? Ich sollte sie fragen. What the fuck? Hey Jungs! Hey, das Spiel gibt echt nicht viel her eigentlich, ne? Jungs? Hey! Jungs! Wir hatten es die ganze Zeit direkt vor uns. Was? Das Geheimnis. Die Lösung dieses Falles. Was soll das heißen? Schau auf die Leinwand, Yuriko. Das sind keine Spezialeffekte. Das sind Monster. Und sie sterben. Auf der Leinwand. Vor einer Kamera. Du meinst doch nicht. Doch. Das sind keine Horrorfilme. Das sind Snufffilme.
Wenigstens wissen wir jetzt, worauf Doc es abgesehen hatte. Nur leider bringt uns das nichts. Das hier ist eine Sackgasse. Nicht unbedingt. Ich kann dir sagen, wer der fehlende Partner ist. Er steht direkt vor dir auf der Leinwand. Er führt die Morde durch. Wer? Sein Name ist Ricardo Ford. Er ist ein Untergrundboss. Ihm gehört ein Casino unter dem Meister Thaudo Rossi. Dem alten Bahnhof? Okay, verlieren wir keine Zeit. Wir müssen sofort dorthin. Langsam kommen wir der Sache auf den Grund. Das auf der Leinwand war doch Doc, oder? Ah, wir haben den Vergnügungspark erledigt. Sehr schön. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Okay, da wären wir. Vergesst den Plan nicht. Die Befreiung von Doc hat oberste Priorität. Massenmörder kümmern wir uns später. Alles klar? Kann ich Ihnen helfen, Sirs? Ja. Dürfen wir rein? Natürlich. Hier entlang, bitte. Ich bin was wohl. Halt, stopp! Sie nicht. Sie bleiben draußen. Was? Warum? Ich sehe als Einziger aus wie ein Erwachsener. Wir haben gewisse Einschränkungen für den Einlass von Leuten wie Ihnen. Ah, Sie meinen nicht Monster. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Sir. Es gibt keine Monster. Aber Leute wie Sie lassen wir nicht rein. Das werden wir ja sehen. Ja, okay, was haben wir alles? Was ist das? Gucken. Ich mochte übrigens gerade, wie Yuriko gezeichnet war, jetzt gerade im Der Kino. Der Löwe da hat einen Ring im Maul. Er hat einen Ring im Maul. Ziehen? Aua, er ist glühend heiß. Ja, das kann ich natürlich erraten, das ist, so meine, naja, wie soll ich sagen, meine Spezialität. Was ist mit ihm hier? Er sieht aus wie ein Hai und vergibt offenbar Kredit. No. Wie könnte da wohl die Pointe lauten? Kredithai, oh Gott. Guten Tag, junger Mann. Hey, hallo. Wartest du auch darauf, ins Casino zu kommen? Nein, Chef. Ich bin hier, um dich wieder reinzubringen. Zurück in die Spur. Zurück ins Spiel. Oh, dann bist du so eine Art Glücksspieltrainer? Könnte man sagen. Ich rehabilitiere Leute, deren Geldbörse eine Extremdiät hinter sich hat, damit sie weiterspielen können. Du verleihst Geld. Exakt. Das ist mein Geschäft. Und hier ist meine Karte. Danke, aber ich will eigentlich gar nicht spielen. Behalt sie. Vielleicht brauchst du sie mal. Herz, was? Diese Visitenkarten sehen fast aus wie Spielkarten. Hast du noch eine? Wie viel Zinsen berechnest du genau für deine Kredite? Mach dir darüber keine Sorgen. Es ist alles völlig legal. Übrigens, wer hat dir von meinem kleinen Geschäft erzählt? Du selbst. Du hast mir sogar... Mumpitz. Ich habe dein Gesicht noch nie gesehen. Und ich vergesse niemals ein Gesicht. Hier, meine Karte. Bitte? Danke, denke ich. Behalt sie. Vielleicht brauchst du sie mal. Aha. Nochmal? Oh Mann, es ist schön, dich wiederzusehen. Ich habe dich ja so vermisst. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Wir sind uns noch nie begegnet. Bist du sicher? Ich hätte geschworen, ich kenne dich von irgendwoher. Und zwar von genau hier. Vor fünf Minuten. Bist du ein Bulle oder sowas? Nein, nein, nichts in der Art. Okay, dann hier ist meine Karte. Nächstes Mal erinnere ich mich an dich. Danke, denke ich. Okay. Behalt sie. Vielleicht brauchst du sie mal. Nummer 3. Jo, schön. Nochmal, komm. Tut mir leid. Ich bin episch betrunken und weiß nicht mehr, welches Datum wir heute haben. Heute ist der 22. Juli 1987. Du glaubst also, wir hätten 1987. Geht's dir gut? Natürlich. Aber letzte Woche hatte ich einen Unfall und man hat mir gesagt, es könnte sein, dass ich für ein paar Tage mein Kurzzeitgedächtnis verliere. Abgesehen davon geht's mir blendend. Übrigens, hättest du Interesse an etwas Kleingeld, um da drin zu spielen? Na klar. Möglich. Gib mir einfach deine Karte.
Danke, denke ich. Behalt sie. Vielleicht brauchst du sie mal. Nochmal? Gib mir deine Karte. Ich kann dir helfen, falls du finanziell... Ja, ja, gib mir einfach deine Karte. Behalt sie. Wer weiß, wann du sie mal brauchst. Was? Danke, denke ich. Nochmal. Wenn ich nicht aufhöre, ist das Belästigung. Ja, oder zumindest sammeln. Okay, aber das muss auch erstmal irgendwie checken. So, hier war noch irgendwas, warte mal. Eine Kiste? Vielleicht ist was Schönes drin. In Kisten sind immer schöne Sachen. Das Spiel nimmt humortechnisch gerade extrem Fahrt auf. Ich mag das sehr gern. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Nehmen. Sie ist zugenagelt. Da werden wohl meine Hände zum Öffnen nicht ausreichen. Gibt hier noch irgendwas? Nee, das bringt nichts. Die Kiste kann ich ja nicht nehmen. Habe ich irgendwas hier mit... Das Signal hat keine so große Reichweite. Hier ist es praktisch nutzlos. Okay. Schmieren irgendwie? Das kann ich nicht gebrauchen. Oh, schade. Ich weiß, wo es lang geht. Okay, das nur zum Auslösen. Okay, mit den Karten irgendwie was machen. Das kann ich nicht gebrauchen. Okay. Dann bleibt mir nur noch mein Regenschirm. Oh, cool. Ah ja, als Brecheisen, alles klar. Oh, mein Regenschirm ist kaputt. Aber wenigstens ist die Kiste offen. Und sie ist voll mit leckeren Blaubeeren. Ich habe eine Idee. Hä? Jetzt sehe ich wie ein Monster ja, aus. Ja, sehr. Perfekt. Wenn ich mit Blaubeeren angemalt vor dem Eingang stehe, kann ich sie bestimmt täuschen. Ich nehme ein paar mehr mit. Für alle Fälle. Okay. Hingehen kann ich ja nirgends. Das hast du jetzt alles erledigt? Nochmal mit ihm reden, so in Blau? Wenn ich nicht aufhöre, ist das Belästigung. Oder zumindest... Dann, El Türsteher so. Oh, ja, natürlich. Wir haben sie erwartet. Was? Erwartet? Ja, folgen wir. Was? Gut, endlich sind sie da. Ich? Ja. Der Boss hat gesagt, ein unfassbar hässlicher Mistkerl würde zum Verhör hier auftauchen. Und sowas Hässliches wie Sie habe ich noch nie gesehen. Allerdings habe ich etwas Bedrohlicheres erwartet. Ich habe schon größere Männer als Sie zum Wein gebracht. Die haben sich angepisst und in die Hosen geschissen. Gleichzeitig. Und jetzt sagen Sie mir, warum ich um diese Zeit gerufen wurde. Im Raum zur Linken haben wir zwei zwielichtige Gestalten der übelsten Sorte. Schuldner nehme ich an. Soll ich ihr Geld aus ihnen rauspressen? Wollen sie mit gebrochenen Beinen zurückhaben? Nein, die Sache ist gefährlicher. In diesem Raum befindet sich der Dämon, der mit Doc Mendoza zusammenarbeitet. Wir wollen wissen, warum er hier ist und was er mit diesem dreckigen Gargoyle-Kopf vorhat. Kein Wort mehr. Die Arbeit ruft. Okay. Es gibt ja noch eine rechte Tür und ich kann dahinter noch gehen. Ich würde gerne nochmal hier kurz im Eingang rumgucken. Oh Gott, hier gibt es eine Menge zu tun. Scheiße, das wird heftig. Ich weiß, dass Ricardo Forte ein Gangsterboss ist, aber der Laden hier wirkt völlig legal. Es gibt eine Rezeptionistin. Hallo, Entschuldigung fürs Abbrechen. Hallo, Herr Verhörspezialist. Es wird Sie bestimmt freuen, dass wir das Werkzeug aufbewahrt haben, das Sie beim letzten Mal vergessen haben. Werkzeug? Ja, Ihr Stemmeisen. Ich habe es sogar gereinigt. Ein Stemmeisen? Ja, Sie wissen doch. Nägel rausreißen, Gesichtsschnitzereien, Kniescheiben. Okay. Sie sagen das in einem unheimlich ruhigen Ton. Ich wünschte, ich könnte eines Tages bei Ihrer Arbeit zusehen und vom Meister lernen. Sie könnten mir zeigen, wie Sie es tun. Haben Sie mir gerade zugezwinkert? Ich wollte lediglich meine Gefühle für Sie und Ihre Arbeit so eindeutig wie möglich kommunizieren. Sie dürfen mich gerne fesseln und Ihre Stemmeisenkunst an mir demonstrieren. Leben Sie wohl, Miss. Ja, kann ich meine Stemmeisenkunst an ihr? Ich muss das nicht herausholen. Okay, komm, retten wir Pasul und den Gargoyle.
Ich muss hier nicht rausrollen. Linke Tür, hat er gesagt, ne? Linke Tür.